Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mass Effect 3. Wir sind immer noch in Omega unterwegs und sind jetzt schon auf dem Weg ins Afterlife. Zusätzliche Sicherheit. Es öffnet sich immer nur eine Tür. Prioritätsmemo. Testadjutanten sind entkommen. Sie sind unverzüglich einzufangen und in den Arrestbereich des Hauptquartiers zu verlegen. Beschädigungen sind unter allen Umständen zu vermeiden und werden mit hohen Soldabzügen bestraft. Okay, die wollen noch weiter an den das Adjutanten. Leuchtet ein, wenn man bedenkt, was sie hier eingeschlossen hatten. Die Tür ist offen. Nicht wie weg hier. Weiter an den Adjutanten rum experimentieren. Aua. Oh! Konzentration auf den Atlas. Dann möchte ich gerne Brandmunition. Das ist ein Gegner. Oh, eine schnellere Waffe, sorry. Das war knapp. Alter Schwede, sorry, aber wie soll ich das schaffen, wenn ich von allen Seiten beschossen werde? Und der Herr mich umrundet, also der Atlas umrundet ja immer. Nehmen wir kurz die Schwere. Konzentration auf den Atlas. Ach, das war ja die Dove. Ach, hier ist noch eine Nemesis. Okay. Kann die Waffe mal schießen? Ich werde jetzt alle Medikits verwenden, bis der Atlas down ist. Oh. Der ist down, ne? Das war wirklich ein heftiger Kampf. Also, nicht einfach. Aber geschafft. Da geht's irgendwo noch hoch. Da müssen wir lang. Dann würde ich kurz oben nochmal gucken. Das war mir gerade auch egal, wie viel Medkits ich verbraucht habe. Ich wollte einfach nur diesen Atlas down bekommen. Das war quasi meine Priorität, die ich hatte. Nicht schlecht. Ich habe generell das Gefühl, dass so vom Kämpferischen der dritte am schwierigsten ist, der dritte Teil. Also ich hab einfach das Gefühl, dass wir hier weniger einstecken können. Das kann aber auch einfach nur subjektive Wahrnehmung sein. Bei den anderen hatte ich das Gefühl, also bei 1 und 2 gab es natürlich auch Situationen, wo ich gestorben bin. Was ich jetzt gar nicht schlimm finde.
Ich habe das Gefühl, hier ist das häufiger der Fall. Also, der Schwierigkeitsgrad hat in meinen Augen angezogen. Ich muss auch ehrlich sagen, meine Maus ist zu schnell für einen Shooter. Müsste eigentlich langsamer sein. Auch daran. Arya und ich betreten den Gozu-Bezirk. Verstanden. Datenpad nochmal. Gut. Upgrade haben wir. Munition haben wir. Weiter geht's. Überall Krieg, weißt du, es reicht nicht, dass die Reaper angreifen. Schrecklich. Das Geschütz ausschalten! Wir sind in unserer Flanke! Schockwelle! Okay, wir müssen warten, bis die Dings. Rauchgranate weg ist. Schütz ist weg. Hallo? Kommt ihr denn her? Muss mal ganz kurz. Geschafft. Wir sind fast da. Also ist nur ein Generator. Die KI kämpft hier, finde ich, gar nicht so schlecht. Also macht die gut. Werd regelmäßig überrascht und überrannt. Da kommen Verbündete. Nalin wartet in den Märkten auf sie beide. Wenn da Krogana und Turiana stehen mit angezogenen Waffen. Schön. Hätte uns das Speer der Talons nicht gefunden, wären wir tot. Okay, hier sind die Zivilisten. Waffenmodstation. Aber war das nicht der Prediger, den wir schon mal hatten, kannten? Wir sollten uns nicht hier verstecken. Wir sollten da draußen sein und mitkämpfen. Also, wenn man eine, sagen wir in dem Setting, eine militärische Ausbildung hat und kämpfen kann, habe ich nichts dagegen, wenn man sagt, man geht das Risiko ein und will mitkämpfen. Wenn man aber wirklich ein Zivilist ist und 0,0 Erfahrung hat, dann bringt das auch nichts, wenn man mitkämpft. Man ist dann eher den anderen im Weg. Dann sollte man lieber andere Dinge tun, ja? Es ist alles im Griff! Los, los, los. Also man kann auch auf andere Art und Weise für eine Sache kämpfen. Man muss nicht immer mit im Feuergefecht stehen. Ist so meine Meinung. Und es ist unnötig, Leben zu riskieren. Wenn es sich vermeiden lässt. Cerberus ist auf meiner Station. Natürlich stimmt etwas nicht. Das meine ich nicht. Ich gehe der Sache nach. Bis dahin, Funkstille. Was zum Teufel macht sie? Ich würde ihr jetzt im ersten Moment einfach vertrauen. Weiß nicht, ob das klug ist. Wo ist Nyrene? Sie sondiert die Lage. Wir sind damit beschäftigt, hier die Stellung zu halten. Sie ist unterwegs zum Afterlife. Sie dürfen nicht durchkommen! Wir halten nicht mehr lange durch!
sind keine Talons. Sie ziehen sich zurück. Nein. Es reicht. Sagt eurem Boss, dass ich ihn mir holen werde. Nairin. Nairin Kandros war eine gute Soldatin. Eine Schande, dass sie für ihren Ehrgeiz sterben musste. Sie sind ein toter Mann. Nein, halt! Was jetzt, Petrovski? Teile und herrsche, Commander. Kandros hat die drei Adjutanten getötet, deren Experimente nicht abgeschlossen waren. Diese stehen voll unter unserer Kontrolle. Die Prototypen unserer künftigen Armee. Okay. Stellung halten. Schöpfung von den Generatoren abhalten. Kriege ich die alleine bekämpft oder muss ich... Ich glaube, ich muss hier die Stase-Sachen... Darauf muss ich mich konzentrieren. Warum steht dann noch 4 verbleibend? Aua. Aua. Schildgenerator zerstören. Hä? Wo? Da. So leicht halten Sie mich nicht auf! Oh, das wird ein stressiger. Wechsel doch mal deine Waffe, Mädel. So, eine noch. Brauchen noch eine Waffe, die schneller schießt. Alter. Gegen links komme ich doch nicht an. Shepard, beweg deinen Arsch. So, Schrot und ab geht's. So, ich muss jetzt auch mal in Deckung.
hier irgendwo fest. Shepard, lauf! Der ist endlich tot. Alter Schwede. Hat aber auch gebraucht. Gut. So, jetzt die letzten Soldaten. Sorry, ich war gerade voll still, aber das war heftig. Feuer einstellen. Keine Kämpfe mehr. Es ist vorbei. Commander Shepard, ich begebe mich in Ihren Gewahrsam. So was Lächerliches habe ich noch nie gehört. Ich bin unbewaffnet und ich habe Informationen über den Unbekannten für die Allianz. Sie würden alles sagen, um Ihre Haut zu retten. Aber ich ließ Sie von Omega fliehen. Ich verdiene Gnade. Ist das wahr, Arya? Ja, Cerberus hatte die Station eingenommen und er ließ mich gehen. Spüren Sie das, Oleg? Das ist der Tod. Er ist ganz nah. Vergessen Sie es nie. Ich lasse Sie am Leben. Für meine Partnerin und den Kampf gegen Ihren Herrn. Sie sollten kooperieren. Nehmen Sie ihn, Shepard. Urteilen Sie über ihn. Aber schaffen Sie ihn von meiner Station runter. Commander, zum Glück hatten Sie eine beruhigende Wirkung auf Miss Tilok. Ich wollte Sie schon mal zur Vernunft bringen und würde gern wissen, wie Sie es geschafft haben. Sie haben keine Ahnung, wie das hier weitergeht. Was? Aber hochrangige Kriegsgefangene der Allianz führen doch ein komfortables Leben. Und wer weiß, vielleicht werden wir sogar Freunde. Euch. Da ich nun weiß, wozu sie imstande sind, hatte Arya vielleicht doch den richtigen Instinkt. Sorry, ich musste. Wollen Sie mich etwa hinrichten? Ich bin Ihr Gefangener. Sie können mich nicht kaltblütig erschießen. Wenn Sie der Allianz nicht alles sagen, übergebe ich Sie wieder Arya. Bray, abführen. Sie haben sich gut unter Kontrolle. Es ist schwer, dem Drang nicht nachzugeben. Seit Monaten wollte ich diesen Mann töten. Dann laufe ich ein paar Stunden mit ihnen rum und werde weich. Sie sind eine Krankheit. Dieser Sieg hatte einen hohen Preis, Arya. Es ist nicht weich, das einzusehen. Sie klingen wie jemand, der etwas verkaufen möchte. Ich mag ihre Hartnäckigkeit. Und dank ihnen gehört Omega wieder mir. Wie geht's weiter? Mit dem Wiederaufbau. Angefangen mit diesem Kontrollzentrum.
Es dauert sicher eine Weile, den Gestank des Generals aus meinem Thron rauszukriegen. Ich frage mich, ob ich das Pole Dancing hier drin je wieder genießen kann. Die Bürger von Omega haben viel durchgemacht, Arya. Vergessen Sie das nicht. Wie sollte ich? Ich werde doch an jeder Ecke daran erinnert. Und keine Sorge, unsere Vereinbarung steht. Truppen, Schiffe und ein Berg E-Zero. Sie haben's verdient. Dann gehe ich jetzt. Bray bringt sie zurück. Ich muss eine Station auf Vordermann bringen. Bürger von Omega, hören Sie zu. Ich, Arya Tilok, habe Ihnen Ihr Leben zurückgegeben. Ich herrsche wieder. Meine Hand liegt wieder auf dem Steuerknüppel. Und ich lasse nicht mehr los. Jeder von Ihnen schuldet mir etwas. Treiben Sie die letzten Cerberus-Eindringlinge zusammen und wir vertreiben sie. Und dann beerdigen wir unsere Toten und betrauern sie. Meine Methoden waren nicht immer beliebt. Und ich kann nicht versprechen, dass sich das ändert. Aber die Sicherung dieser Station und ihrer Bewohner ist jetzt mein Hauptziel. Niemand nimmt uns mehr gefangen. Wir mögen angeschlagen sein. Wir mögen bluten. Aber wir sind Omega. Kriegen Sie immer die Drecksmissionen, Bray? Diesmal nicht. Immerhin geht's um die Galaxie. Wir bringen sie von hier weg. Ja, das war wohl der Omega-DLC. Ja, wir werden gleich mit den ganzen Leuten reden, beziehungsweise in der nächsten Folge, und uns wieder mal um unser Schiff kümmern. Und ja, abgeschlossen haben wir ihn. Ich fand ihn echt nicht schlecht. Er hätte aber nicht länger sein dürfen. Sonst würde er zäh wirken in meinen Augen. Aber war cool. Hat Spaß gemacht. Arya wird immer Arya bleiben. Wir haben sie anscheinend ein bisschen weich geklopft, was mich sehr freut. Und jetzt entlasse ich euch ins Wochenende. Müsste ja die Freitagsfolge sein, ja. Habt ein schönes Wochenende. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.